Ich habe mich unglaublich gefreut, muss ich sagen, weil das für mich eigentlich die größte Ehre ist, wenn man sich den Begriff der Hochschullehrerin mal genauer anschaut, ist das eben ein integraler Teil meiner Arbeit. Und ist ein integraler Teil meiner Arbeit, aber auch ein Teil meiner Arbeit, der mir unglaublich viel Spaß macht. Und so bedeutet es mir ganz viel, wenn die Menschen, die wirklich auch mit dieser Arbeit verbunden sind, nämlich die Studierenden, sagen, hey, das, was du da machst, das ist gut, das kommt bei uns an. Und insofern bedeutet mir das persönlich richtig, richtig viel. Also vielen Dank kann ich da wirklich auch zu sagen. Also ich weiß gar nicht, ob meine Lehre sich jetzt von anderen Lehrformen oder Arten, wie gelehrt wird, so wahnsinnig unterscheidet. Das glaube ich eigentlich nicht. Was mir aber persönlich wichtig ist, ist zum einen ja Inhalte zu vermitteln auf eine Art und Weise, die ansprechend ist, die Spaß macht, die vielleicht auch ja, Interesse wecken kann, mitreißen kann im besten Falle, aber auch die Menschen zu sehen, die da mit einem in diesem Lehr- und Lernprozess sind. Denn ich würde immer auch sagen, auch ich bin dann Lernende und nicht nur meine Studierenden. Wir lernen zusammen. Und wie geht es denen überhaupt in dem Prozess? Also da auch immer ein Auge drauf zu haben, mit wem man es zu tun hat.